Recht herzlich willkommen zur 173. Folge von City Skylines. Ja, wir sind im Spiel drin. Der MAZ hatte mir geschrieben, dass ich nicht nur schauen sollte, wo die Busse besetzt sind und nicht besetzt sind, sondern auch, was an der Haltestelle steht. Dann gehen wir nochmal in Linie 11 rein. Da hat er gesagt, da stehen 400 Leute an der Haltestelle. Okay, da stehen nicht nur 400 Leute, da stehen 500 Leute, über fast 600. Lass uns mal schauen. Oh, die stehen auch da unten schon ganz nett parat, ne? Das mal. Na. Also, irgendwer ist jetzt gegen mich hier. Naja. Okay, wie man sieht, sind die da unten alle unterwegs. So. Jetzt müsste man nur schauen. Ich muss aus dem Modus raus. Und mal einen anklicken. Neues Einkaufszentrum. Der will dahin fahren. Da sehe ich jetzt überhaupt nichts mit Buslinien oder sowas. Das ist auch wieder doof. Weil ich glaube, ich kann nicht. Er fährt aber mit der grünen Linie dahin. Ja. Also es bleibt Linie 11, die dahin fährt. Die Linie 11 hat auch 14 Haltestellen. Das ist auch schon nicht gut, so viele Haltestellen, ne? Der Bus, die Frequenz, die die Busse dann haben, die ist ja auch viel zu selten, ne? Wie man sieht, steht hier unten auch einiges. Das heißt, die Linie müsste mal ganz locker geteilt werden, wahrscheinlich. Warte mal, das alles aus. Und Linie 11 an. Sehe ich jetzt nur Linie 11? Kriege ich die auch verschoben hier? Nein, ne? Ja. Nein, das kriege ich nicht verschoben, das Fenster. Das ist so richtig doof, ne? Das kann man anpacken. Das kann man nicht anpacken, weil dann die Schrift sich ändert. Ey, geil, oder? So, Linie 11 gucken wir als einziges an. Linie 11 fährt hier hinten rum, fährt da lang, was zum Beispiel hier mit zwei Bushaltestellen auch vollkommen nicht entscheidend ist. Diese hier ist eigentlich schon fast über. Weil wenn er da rumfährt, kommt er hier sowieso wieder hin, dann... Jetzt geht die auch noch nicht mehr weg, ne? War das nicht anklicken und geht weg? Ne, dann waren wir unten beim Bauen, so war das. So. So, jetzt haben wir sie weggemacht. Das ist auch gut so. So, dann sind das schon mal eine Haltestelle, eine Dingenslinie, aber das ist ja... Also hier ist eine. Hier sind zwei und da ist die übervolle. Hier ist auch einer. Die ist auch ziemlich voll. Kommt hierher, kommt daher, fährt durch den Kreisverkehr und kommt daher. Fährt dann nach da hinten irgendwo weiter. Sonnenbogen. Boah, Hammer, oder? Fährt da lang. Ach so, nee, das ist schon das Ende von unserer Linie, okay. Wo ist denn die Haltestelle? Also da ist eine Haltestelle für die U-Bahn. Die könnte doch hier zurückfahren, oder? Also hier sind ja keine Leute groß, ne? Das heißt, die können weg. Da steht auch kaum niemand. Und da ist auch niemand. Ach. Das Doofe, was ist? Das, was ich da eben gesehen habe mit Verkürzen. Ach doch, hier wäre es möglich, dass er da durchfährt. Wo ist denn hier noch eine Bushaltestelle, dass er da lang fahren möchte? Hier ist eine Haltestelle, ne, da ist auch keine Haltestelle, oder? Da fährt sie durch.
Die Linie könnte doch hier lang fahren, oder? Vertue ich mich da? Da ist ein Stück Einbahnstraße, alles klar. Deswegen geht das nicht. Dann müsste man die Linie einfach andersrum gestalten. Ich glaube, dafür ziehen wir eine neue auf. Das macht so keinen Sinn sonst. Okay, da ein hin. Da eine hin. Und wo haben wir hier die sitzen? Kurz davor. Würde ich sagen, da noch eine hin. Der fährt da lang. Wo kommt denn der dann raus? Ach so, da hinten fährt er dann lang. Okay. Dann da eine. Gut. Und er fährt in diese Häuserschlucht rein. Na komm, dann da lang. Da lang. Da brauchen wir nicht durchfahren. Wo fahren wir dann lang? Da, okay. Dann da lang. Dann fährt er hier lang. Da lang. Und geht's hier lang? Oder wo lang? Ne, ist eine Sackgasse. Mal gucken, wo. Ah, da lang, okay. Da war. Dann gibt's noch da eine. Und hier schließen wir wieder, ne? So, dann ist die Linie andersrum. Die kann dann hier auch lang fahren. Was haben die für ein Problem? Kenn ich nicht. Nicht genügend Verkaufswaren, okay. Alles klar, müssen ein paar LKWs mehr ran, ne? Gut, okay, die Linie haben wir dann jetzt verkleinert. In dem Sinne. Jetzt ist die Frage, welche ist das? Müsste wieder eine blaue sein, das ist dann die letztere. Die hat jetzt 12 Haltestellen gekriegt. Hat ja gut geklappt mit weniger, ne? Ja, da fährt noch keiner. Da müsste man jetzt überlegen, was man mit der anderen Sache macht, ne? Haltestelle zum Verlegen ziehen, ja. Nein, das wird da so nix. Linie 11. Auswählen. Geht immer noch nicht, dieses hier, das ist voll doof. Also die stehen da immer noch. Da stehen jetzt auch welche noch. Da stehen sie auf der anderen Seite dementsprechend aber auch schon. So, das können wir mal wegmachen. Weil da steht jetzt kaum noch einer. Hier gucken. Ja, da stehen ein paar, aber die zwei Männer können die gehen auch weg. Da steht zum Beispiel keiner. Da steht auch niemand. Da geht's weiter. Jetzt nur die Frage, wo wollten die da hin? Aber diese. Ah, hier ist gar keine. Auch interessant. Die laufen da jetzt sowieso vielleicht alle gleich weg, weil keine Haltestelle da ist, wo die gerne aussteigen wollten. Ne? Das kann auch noch sein. Hier ist auch nichts mehr.
Ja, dann lassen wir das erstmal so. Gucken wir mal gerade in die 11 rein, wie das jetzt da aussieht. Ja, das wird jetzt weniger. Weiß nicht, ob es jetzt bustechnisch weniger wird, weil der da gerade war. Kann auch sein. Die Frage, wo steigen die aus? Hier schon mal sofort ganz viele. Also 3, 10 sind da schon mal weg. Na, dann lassen wir das erstmal so. Und schauen dann weiter. Die gelbe Linie ist jetzt noch angesagt, ne? Die wollten wir auf jeden Fall auch noch angucken. Mach die aus, mach die an. Machen wir gerade so, so und so. Dann haben wir die gelbe wieder. So, da sind ja ziemlich wenig Leute drauf, bis auf hier unten, ne? Wo ist das? Stellt sich die Frage, ob da noch mehr sind. Linienmäßig jetzt, ne? Das siehst du jetzt wieder nicht, wenn das alles aus ist. Ja, da fährt eine blaue Linie auch noch lang. Da fährt keine blaue Linie lang. Jetzt möchte ich gerne eigentlich das sehen, ne? Welche Linie ist das jetzt hier? Ach, das mit den Fenstern ist nicht dolle gelöst, ne? Ist denn die 44 die gelbe Linie erstmal, ja. So. Das ist dem schon kein Wasser. Dann können wir den nicht noch die Bushaltestelle wegnehmen. Könnte man auch, klar. Nee, mach die Linien mal erstmal alle an hier. Mach das Fenster zu. Geh nach oben. Und guck erstmal die Bushaltestellen an. Das ist am Busbahnhof, glaube ich, ne? 15. Diese ist fußläufig schon fast von da zu erreichen, ne? Mach die weg. Das war das. Das ist. Also jetzt will er mich verarschen, oder? Ah, die war jetzt die weggeklickte, ne? Okay. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, mach da eine hin, nimm die weg und nimm die weg. Abstand vergrößern, ne? Wo ist jetzt einer? Da ist einer. Wo ist die nächste? Dann ist die doch auch schon mal viel zu nah an der da dran, ne? Da sind nämlich 12 Leute stehen, das ist ja schon mal was. Da stehen 14 Leute und da steht niemand. Also weg. Und selbst wenn da zwei stehen. So, das ist jetzt die andere Seite mit 117. Können mir die anderen zeigen, wo die stehen? Stehen die im Untergrund oder sowas? Keine Ahnung. Steht doch gar keiner dran, ne? Sind die noch gar nicht zu sehen, die Leute? Die ist doch über. Da stehen nur vier. Was ist das? Das war jetzt komisch, oder? Mach die wieder dahin. Warum kann man da jetzt nicht hin? Der Bus fährt da lang. 16 Leute starten da. Warum wandert der jetzt nicht dahin? Steht wieder keiner, ne? Was passiert hier? Komisch. Das sind aufgelöste Dinge, oder was? Oder Haltestellen.
aber jetzt keine. Das ist auch so eine Mammutlinie, ne? Aber die muss da halt hin. Na, muss nicht, aber die macht Sinn da hinzu. Weil hier gibt es auch, glaube ich, keine U-Bahn oder sowas, ne? Obwohl. Die wird von der roten auch noch erschlossen, die Bahn. Die Linie. Auch super, ne? Die einen fahren da lang, die anderen da lang, naja. Was soll's. Ist auch nur der Doppelte im Endeffekt. Fährt da lang, fährt da lang. Fährt einmal durch dieses Wohngebiet, ne? Passt eigentlich schon. Ja. Lassen wir jetzt so. Wo sie viel zu lang ist. Einen Umsteiger machen. Würde Sinn machen, ne? Hier eine reinfahren lassen. Und die gelbe wegnehmen. Wo kann man hier kurz drehen? Das ist die Frage, ne? Geht so gut wie gar nicht kurz drehen. Oder der fährt hier wieder zurück. Geht das? Auch nicht wirklich, ne? Fährt hier drauf. Machen wir eine neue. Machen wir gerade eine neue Linie. Und die startet da. Und fährt hier lang. Boah, wo muss die denn dann runter hier? Ist auch wieder nichts. Geht auch nicht. Da ist das Depot. Fährt dann hier lang? Kommt die hier irgendwo runter? Nee. Hier geht's dann runter. Nee, da hinten ist ganz schlecht rumgebunden. Ah, es geht gar nicht. Kannst du gleich wegmachen hier. Das braucht es nicht. Die Linie muss wirklich hier langfahren. Also das ist schon so, ja. Aber können sie trotzdem machen. Wo wechseln wir? Gibt's hier irgendwo? Mach hier den Wechsel hin. Da den Wechsel hin. Fährt hier zurück. Hier nochmal irgendwo. Und kommt dann da an. So, ah, dann musst du da auch noch so drehen, oder was? Wo dreht denn der dann? Da? Ah, fährt hier um den Pudding rum wohl. Okay, das geht ja noch. Da. Da. Und schließen. Linie fertig in dem Sinne. So, jetzt müssen wir der gelben allerdings die Fahrgäste rauben. Das weg. Da auch weg. Der fährt hier unten noch lang. Das heißt, hier muss auch noch eine Bushaltestelle irgendwo sein. Jetzt hat sich das Gelbe erledigt hier, glaube ich. Da ist es noch irgendwie. Da ist keine gelbe Linie mehr. Jetzt fährt er noch hier lang, weil da noch eine ist. Ich glaube, jetzt fährt er da nicht mehr lang. So, jetzt müssen wir hier allerdings irgendwo was umändern. Und zwar so. Jetzt hält die da auch an, oder? Würde ich sagen. Und wechselt da die Fahrgäste aus.
Fährt da lang, dort lang. Und bedient das ganze Gebiet dann da. So. Das sollte jetzt ein bisschen besser sein vielleicht. Das muss man dann beobachten. Gut. Das war jetzt neue Linie. Für die gelbe, die kleine gelbe verkleinert. Jetzt lass uns gerade nochmal reingucken. Die gelbe. Setzen wir jetzt hier auf so ein schickes Grün in dieser Farbe. Hoffen, dass ich das wieder erkenne, dass die erledigt ist. Ja, das ist die. Ja, das ist auch so schön. Ja, vielleicht passt die Farbe so ungefähr. So, die 46. Mal die gegenläufige Linie von letztes Mal, ne? Kann ich mal hier. Und letztes Mal von diesmal die gegenläufige Linie von der. Ja. Passt. Und die 45. Ist da oben. Okay, die müssen wir als nächstes machen, dann die 45. Da müssen wir uns in der nächsten Folge Gedanken drum machen. Okay. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.